So, willkommen zurück. Ein paar Anmerkungen sind reingekommen. Zum einen habe ich hier theoretisch eine Reihe vergessen für die roten Module. Und wahrscheinlich auch noch für andere Module, aber das ist nicht schlimm. Da kopieren wir später einfach diese ganze Abteilung und setzen sie hier irgendwo hin. Hatte ich, glaube ich, auch in den letzten Videos irgendwann schon mal vorgeschlagen, dass wir das so machen können. Dann wurde vorgeschlagen, dass ich doch bei manchen Fabriken in die Eingangskiste das Vorgängermodul reinpacken soll. Zum Beispiel hier. Das nimmt sich jetzt die gelben Solar Panels von da, tut sie da rein. Aber wir haben im System ja noch ziemlich viele gelbe Solar Panels, die ich immer regelmäßig wieder abreiße. Wenn wir die direkt hier reinfliegen lassen würden, wäre das ein bisschen praktischer. Das heißt, so, und du hättest gerne die da. Woran hapert es bei dir? An Superkonduktoren. Ja, Superkonduktor, die darf jetzt immer dran hapern. Das ist momentan so eine Sache. Braune Chips sind gut. Weiße Chips sind gut. Grüne Chips sehe ich nicht. Ich sehe nur dieses Grizzle-Zeug. Aber ich glaube, wir haben die grünen Chips auch noch gar nicht komplett angeschlossen, weil es zu teuer war. Und das ist okay. Und boah, ist das schon viel grün? Ja, 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 ja. Sehr schön. Reiß mal den ganzen Strom da ab. Auch wenn wir es gerade Nacht haben, was soll's. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Flop. Flop. Mit unserem Riesenschwarm Construction Bobs, die wir inzwischen haben. Sehr gut. Das bitte alles füllen. Das hier war auch noch so ein Projekt, das wollte ich eh alles umstellen zu Replikatoren. Aber das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Da sind zwei. Da sind Vierer. Bau mal sechs von den Vierern schon mal als Vorbereitung dazu. Dann das hier zwischendurch noch weiter, aber ist nicht so wirklich wichtig. Genau, einen grünen Chips wollte ich gucken. Hä? Ach so. Wir haben 600 grüne Chips, aber unten rechts die Anzeige über Logistics Storage hat so hohe Zahlen inzwischen drin, dass 600 schon fast gar nicht mehr auffällt. Okay, wir erhöhen das denn mal auf 1000, damit wir im Logistiksystem auch sehen, wenn wir grüne Chips haben. Gut, das ist also auch kein Problem mehr. Schön. Sandsäcke. Waren wir jetzt schon fertig mit einmal komplett rum Sandsäcke? Weiß ich gar nicht mehr. Was ist hier los? Warum blinkt ihr? Was, ihr seid leer, ha? Huh? Es wurde auch vorgeschlagen, dass ich noch die den Windrädern doch noch eine Chance gebe. Wegen dieser Nachts-Strom-Runter-Geschichte. Aber nee. Wir bauen einfach immer mehr grüne Akkus und grüne Solarpanels. Das sollte mit dem Strom einigermaßen hinhauen. Wurde übrigens auch schon sehr früh im Let's Play angekündigt, dass man später eigentlich nur noch die hier braucht. Weswegen ich damals ja gepatcht hatte. Also ich habe ja von Hand Replicator Mod und Cursed Eggs gepatcht, damit es ein bisschen schwieriger wäre. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt schon im super-duper Stromland. Dadurch, dass ich es gepatcht habe, ist das Ganze jetzt wesentlich nach hinten geschoben worden, weil es halt wesentlich teurer geworden ist. Was aber auch gut war. Das hat er echt gut gemacht. Weil es ist ein bisschen schade, wenn der Mod an sich interessant ist, aber das Balancing halt total durch den Wind. Das hat er ganz gut hinbekommen. So, wie schaut's aus mit Lagerplatz? Ist noch okay, ne? Sollte ich aber auch regelmäßig machen. Sodiumhydroxid. Also, momentan habe ich keinen festen Plan. Ich dümpel nur rum, lasse meine Roboter machen und baue immer wieder zwischendurch die Dinger hier. Damit wir irgendwann das mit den ganzen Rohstoffen besser hinbekommen, weil Eisen ist auf 10.000 runter, richtig. Was halt nicht so gut ist, aber wir kommen klar. Was ich jetzt nachgucken wollte und rumdümpeln wollte, war das mit dem Hydroxid. Das wird doch bestimmt irgendwo hier hergestellt. Du siehst so aus. Genau, Sodiumhydroxid. Hier wird es gebraucht. Also nicht besonders häufig. Wo wird es hergestellt? Da. Ist ein Abfallprodukt von der Salzwasserelektrolyse. Macht daraus mal. Gibt es eine Zerstörkiste? Alles, was man reintut, wird zerstört. So ein Mülleimer oder so.
Recyceln werde ich das nicht können. Ich glaube nicht. Also es gibt eine Void Pipe. Das wäre das da. Aber keine Void Kiste. Was mache ich denn da? Also ja, ich kann es jetzt immer ins System schmeißen, aber ehrlich gesagt ist das ein bisschen komisch. Na, ich muss es immer ins System schmeißen, sonst haben wir nicht genug Salzwasserzeug hier. Oder können wir auch das herstellen ohne das Nebenprodukt? Ich guck mal ganz kurz und hoffe, dass ich nichts kaputt mache. Nee. Ja, lila Kiste wieder hin. Ich baue dann aber mal irgendwo eine Zerstöranlage in die Nähe. Achso, reflexartig laufe ich jetzt immer nach oben zu den Kisten, weil sie früher hier waren, aber die sind jetzt ja hier. Also hier ist die Eingangskiste. Dann mache ich mal neben die Eingangskiste eine blaue Kiste. Und daneben ein schnelles Ärmchen. Und daneben eine Holzkiste, wird zu klein sein. Ach, was soll's, ich baue eine Holzkiste dahin. Und du forderst jetzt bitte das Sodiumhydroxid an. Ich hoffe, das hat keine wichtige Funktion. Aber wenn, können wir davon ja endlich viel herstellen. Das ist ja nur Salzwasserelektrolyse. Und du hättest davon gerne 5000 Stück. Ja, sei eine Weile beschäftigt, das ist okay. Whee. Und sobald die Kiste da voll ist, springe ich die in Luft. Das ist der glorreiche Plan für Sodiumhydroxid. Und das sollte das hier ein bisschen entlasten. Warum sind hier Leichen, wenn die Leichen irgendwo anders schon einsortiert wurden? Komisch. Wow. haben wir irgendwas nicht beschränkt, ne? Und ja, hier sind viele Solar Panels. Also gelbe. Das heißt, das grüne Ding müsste unten voll sein. Und hier bitte gleich das nächste, danke. Dann gucke ich doch mal, ob die grünen Solar Panels wirklich voll sind. Nein. Weil was fehlt? Superkonduktoren. Na gut. Die hier fehlen auch alle. Aber wir hatten das doch alles hier automatisiert, richtig? Das heißt, während ich darauf warte, dass die Roboter mir genug Ressourcen geben für die nächsten davon, gucke ich mal, ob ich hier irgendwas dran drehen kann, damit wir mehr Superkonduktoren bekommen. Hier fehlt was. Die Magneten immer noch, ne? Ja. Hier. Und euch fehlen immer noch grüne Platten. Das dreht sich alles im Kreis, ne? Aber ich hatte doch so viel. Also ich weiß, ich hatte vor 3 Folgen oder so hier angefangen rumzudrehen. Dass wir wesentlich mehr davon bekommen und dann extra hier ganz viele Schmelzöfen und so weiter. Aber irgendwie sehe ich davon nichts mehr. Von den tollen Verbesserungen. Was ist hier los? So, das kommt nicht genug Erz an. Ah, okay. Es gab kurzfristig einen Boom an den hier, weil wir halt neue Flächen hier ergründet haben. Die sind aber inzwischen alle auf Minimum Yield runter, auf 10%. Deswegen haben wir ein Problem. Also müsst ihr jetzt noch mehr. Oder halt überall Speedmodule reinballern. Das wird jetzt schön auf den Stromverbrauch gehen. Das sollte ein bisschen helfen bei den Sachen da. Apropos Strom. Oh, hält sich gut. Hält sich gut. 66 Gigajoule. Ist ein schöner Puffer. Und bitte wieder mehr davon bauen. Wie viel habe ich inzwischen davon? Ich meine, ich bin jetzt seit 10 Minuten nebenbei immer wieder am Herstellen. 18 Stück. Ja, sauber. Sind das hier alles schon MK, was auch immer? Nee. Das sind noch die mit Crafting Speed 2. Okay, mach doch daraus bitte mal die hier. Blub. Die sind schon. Die stellen aber gar nichts her. Schön für euch. Ihr seid auch Vierer. Hier sind wir die Zweier. Also die so leicht lilanen sind die falschen. Okay, die Holz muss ich nicht unbedingt ersetzen. Das wäre Overkill. Keine Beschränkungen hier. Inzwischen wieder 15.000 Eisen, das ist gut. Kupfer wird jetzt mau.
Das kriegen wir alles hin. Mach bitte. Haben wir hier Abdeckung? Ja. Verteil die bitte hier. Dun, dun. Dun, dun. So, mach da draus. Haben wir noch einen Blueprint für dieses Ärmchen-Gespann hier? Nee, ich glaube nicht. Und dann machen wir hier hinten schon mal 6-mal Kupfer. Bin mir gar nicht so sicher. Wie viel haben wir denn da? 6, 12, 18 später, 22 mal Eisen. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so diese kleine Ecke hier. Ich glaube, wir machen da Holz, da irgendwas anderes und da irgendwas anderes. Machen da auch noch Eisen hin. Dann hätten wir 7 an der Reihe, hätten wir 7, 14, 21. Ja, 21 mal Eisen, 21 mal Kupfer und das erhöhen wir dann später eh zu einem Quantum-Replikator MK3, MK4 und dann passt der schon irgendwie. Du da. Das hatten wir doch vorrätig, ne? Ja. So, du da hin. Du machst bitte Eisen, Eisen, Eisen. Und du machst bitte Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Okay. Und das stelle ich jetzt schon an. Ja, ja, ihr macht das schon. Und du stellst dann bitte jetzt Tin her. Weil es auch irgendwann alle sein wird. Und du stellst bitte her. Kobalt brauchten wir auch, richtig? Glaube ja. Ja, komm, stell Kobalt her. So, das heißt, hier haben wir jetzt 7, 7, 7. Das gleiche machen wir nochmal Kupfer da und dann haut er schon irgendwie hin. Kann ich wieder was bauen? 13. Ja, mehr damit. Go, go, go. Weil ich gerade die ganzen MK1er da eingesammelt habe oder so. Das waren. Ich finde die Bezeichnung ein bisschen irreführend. Weil das ist Crafting Speed 4 und das ist nur MK2. Und es gibt noch Crafting Speed 2. Das hat wieder gar keinen Namen. Dann gibt es Crafting Speed 1. Das hat einen anderen Namen. Das ist aber auch MK1. Das sind auch kein extra MK, wieder ein anderer Name. Was ist denn die nächste Stufe? Ist es denn Quantum Replikator MK3 oder ändert sich der Name nochmal? Ich guck mal kurz. Das wäre ich. Nein. Und da. Ja, nee, da ändert sich der Name wieder. Also entweder jedes Mal den Namen ändern oder die MK-Stufe von vornherein beim selben Namen von 1 bis 5 hoch, fände ich ein wenig passender. Ah, gut. Könnte ich fast extremely inefficient. Ja, ja. Das ist schon okay. Wir sind ja. Oh. Wir sind ja gut dran, was Strom angeht. Nee, nicht so. Nicht so toll, wie ich dachte. Weil wir halt nicht genug Supergenockte haben. Ich könnte aber spaßeshalber. Haha, lol, lol. Die hier mal nehmen. Und einfach irgendwo, wo Platz ist, eine riesen Solaranlage hinbauen mit den ganzen Dingern, die eh gerade nur im Dingens rummüllen. Also hier sind wir ja quasi erstmal fertig mit den Fabriken. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal so. 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 Ist jetzt nur, ne, temporär. Es ist nicht für später und für lange und für sonst irgendwas. Das ist einfach nur, dass sie nicht im System verrotten und wir irgendetwas Produktives dadurch haben. Das Ganze mache ich jetzt auch noch mit den Akkus, wobei ich glaube, gelbe Akkus haben wir nicht so viele im System, oder? Ja, gucken wir gleich mal. Bräuchte ich nur noch mal. So, einer da. Genau. Und dadurch überbrücken wir jetzt die Engpässe, die auftreten durch das Ersetzen von den Erfolgen. Na, schönes Wetter. Da arbeitet man auch gerne. Schuftet hier im Regen. Gibt den Robotern Befehle. Ohne selber einen Finger krumm zu machen. Ja, ist echt harte Arbeit. Wee, wee, wee. Die Türme machen die andere Arbeit. Kämpfen müssen wir natürlich auch nicht mehr.